Ja, bin gerade zufällig über eine sensationelle Sendung gestolpert von RT Deutsch, beziehungsweise der fehlende Part. Und deswegen jetzt wieder eine kurze also Sondersendung der Wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ja, die Aussage ist so in Anführungszeichen: Es gibt keine echten Wissenschaftler mehr. Nur noch Akademiker, die kuschen. Ja, das ist aber genau das, warum es die Next Scientists for Future.de, jetzt muss ich doch mal wieder die Homepage zeigen, hier, wo haben wir es denn, warum es die halt gibt, ja, die gibt es halt deswegen, weil es genau so ist. Es gibt keine echten Wissenschaftler mehr, außer den Next Scientists for Future.de auf der Welt. Also 24, die das hochhalten. Und natürlich gibt es noch viele einzelne echte Wissenschaftler außerhalb, aber so geballt und vor allem im Besitz der entscheidenden Lösungen für die Menschheit haben wir leider nur diese 24. Das bedeutet nicht, dass es auch viele durchaus reflektierende, kritische Wissenschaftler gibt, von Wodak bis Hockerts und von Schiffmann bis sonst was, ja. Aber es stimmt eben, was dieser Dr. A. Ayadurai mit zwei Y dazwischen, Ayadurai sagt. Zugegebenermaßen, dieses Video ist selbst für Wissenschaftler durchaus schwer zu verstehen, ja. Aber es lohnt sich, ja. Er sagt nämlich genau das, worum es bei den Next Scientists for Future.de geht, nämlich systemisch denken, ja, systemisches Denken, ja, und ganz viel Mathematik, ja, also die Next Scientists for Future.de, da sind Leute dabei, die eben Ausnahmeerscheinungen auch im Bereich der Mathematik waren und in dem Bereich der Statistik. Nur so können sie überhaupt solche Probleme durchschauen, ja. Ja, und dann spricht er auch von Scheinwissenschaft, also übersetzt Pseudowissenschaft, ja. Und was fehlt, ist eben das systemische Denken, das interdisziplinäre systemische Denken. Und das finden wir eben bei den Next Scientists for Future.de zu Ende gedacht, sozusagen, ja. Ja. Und dann stellt er so Fragen wie, wo bleibt die Abschaltung der Wirtschaft wegen Übergewicht? Das ist doch die entscheidende Frage. Ja, in den USA sterben überwiegend übergewichtige Schwarzamerikaner oder so. Ja, also da unsere gesamte, ich sag's dann auch später nochmal, wir haben überall schmutziges Wasser, schmutzige Luft, schmutzige Nahrung und schmutzige Medikamente. Ist doch klar, dass die Leute alle kein Immunsystem mehr haben, ja? Und das ist doch klar, wo nachgewiesen ist, dass soziale Isolation, das hat man ja schon bei den Bonobos oder bei den Schimpansen gesehen, soziale Isolation, wie wir sie jetzt verordnet bekommen haben, zerstört das die Immunkraft noch kräftiger als alles andere, ja? Das heißt, gab ja auch das Buch über den Killer Nummer 1, die Einsamkeit. Das ist die soziale Isolation. Gerade jetzt ist den Leuten noch mehr Einsamkeit verurteilt, ja, aufgedrückt worden, als eh schon die Marktwirtschaft den Leuten aufzwingt. Ja? Er spricht also dann auch von so Dingen wie, ja, es geht am Ende natürlich nur um Big Pharma. Er sagt letztendlich, das geht um Big Pharma und um Big Academia, die sich mittlerweile eben als Dienstmarkt von Big Pharma sozusagen betätigen. Und er spricht von dem größten Schwindel und er schildert, dass eben in den letzten Jahrzehnten Big Pharma riesige Geldverluste hinter sich hat, weil so viele Menschen sich wehren gegen dieses schmutzige Wasser, schmutzige Luft, schmutzige Nahrung, krankmachende Nahrungsindustrie, schmutzige Medikamente und so weiter. Und deswegen geht jetzt im Moment Big Pharma weltweit runter.
Und die sind eben jetzt bereit, die gesamte sonstige Weltwirtschaft zu riskieren und damit auch alle anderen Milliardärskönige zu riskieren und zu ruinieren, nur damit wieder Big Pharma nach oben geht. Und die beste Strategie sei eben jetzt, der Ernst zu machen mit der Zwangsmedizin, wie es dieser Doktor nennt, ja. Mit der Zwangsmedizin, nämlich, dass man jetzt eben die ganze Welt zwangsimpfen kann. Und das Schöne ist, dass man deswegen eben nicht verklagt werden kann, während man mittlerweile bei Medikamenten wegen jeder Kleinigkeit verklagt werden kann. Geht das angeblich bei Impfungen und so weiter nicht. Und deswegen geht es darum, jetzt von 7 Milliarden Menschen eben Geld für die Impfungen zu bekommen. Und nur so kann Big Pharma noch so richtig wieder aufblühen. Ne? Ja, und dann sagt er auch noch, naja, das, was ich über Schweden ja schon immer vermutet habe, nämlich dass wir am Ende bei Schweden und bei anderen Staaten wie Weißrussland oder so, die nur minimale Maßnahmen, wenn überhaupt, getroffen haben, sozusagen, dass wir am Ende die gleichen Zahlen haben werden wie bei einem normalen, schweren Grippewinter. Ja? Und er sagt, genau das wird am Ende auch bei New York rauskommen und so weiter. Überall, wo die sensationsheischenden, irreführenden Bilder gemacht wurden und getrickst wurden und so weiter. Ja? Und er spricht eben von dem krankmachenden Lebensstil. Und dann schildert er auch, dass ja, Vitamin C intravenös zu geben, um damit eben ganz schnell einen Push des Immunsystems wenigstens mal ein bisschen zu erreichen. Das ist dann wohl eben einfach zu billig. Damit lässt sich nicht genug verdienen. Das lässt sich mehr verdienen mit dem Einsatz der Beatmungsgeräte, und die töten. Ja, er spricht was von 90% Todesrate durch Beatmungsgeräte. Ja, genau das, was ich seit Wochen geahnt und gefürchtet habe. Ja. Und das ist sozusagen diese Sensation. Jetzt müssen wir das Ganze noch beweisen, ja. Hier, wo haben wir es? Also, der erste Früharzt der Evolution irrt sich nicht, sondern ist noch im Bereich der Wahrheit und sagt, ja, ihr dürft auf keinen Fall diesen neumodischen Ernährungskram essen, ja, der sozusagen, sondern müsst für sauberes Wasser, saubere Luft, saubere, rein naturbelassene Nahrung sorgen und so weiter, und all die Chemie von euch halten, von Glyphosat und Co., über das hat der Doktor auch gesprochen, ja, wie das die Darmflora zerstört und die Immunsysteme schwächt und so weiter, all diese Pestizide und Fungizide und wie sie alle heißen, hat er also nochmal dran erinnert, ja, und das ist eben sozusagen, der sagt die Wahrheit und der erzeugt sich selber keine Dauerkunden. Das heißt, unter den Bedingungen der freien Marktwirtschaft, die des Chefideologen des Marktes, Dr. Markus Krall, ja, unter Bedingungen der Marktwirtschaft ist es eben so, dass der sich keine Dauerkunden erzeugt, weil er in der Wahrheit ist als Früharzt, und dann kommt der erste Arzt, der sich nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion zwangsläufig irren muss, sozusagen, und der sagt, nein, ihr könnt ruhig die moderne Nahrung essen und Wasser und Luft spielt alles keine Rolle, euch fehlen nur Impfungen, euch fehlen nur Chemotherapeutika und euch fehlen nur Bestrahlungen und Operationen, und dadurch kann der unheimlich viel verkaufen, weil er sich seine Leute krank hält aktiv mit seinen Irrtümern, und das alles ohne böse Absicht, also ohne Verschwörung. Er glaubt einfach nur Irrtümer und sozusagen, und aufgrund dieser Irrtümer unter der Bedingung der teuflischen Marktwirtschaft führt das zu Gewinnen. Er kann viele Kinder ernähren, hier 2, dann die nächste Generation 3, also hier schon mal 3 Enkel und so weiter. Und dann entsteht eine Großfamilie an Medizinprofessoren, und diese Medizinprofessoren
sind sozusagen natürlich beeindruckt von Big Pharma und erzählen allen Politikern, dass hier also das Problem eben nicht Übergewicht ist, nicht schmutziges Wasser, nicht schmutzige Luft, nicht schmutzige Nahrung, nicht schmutzige Medikamente das Problem sind und schmutzige Krankenhauskeime und Killerkeime und Antibiotika, die unsere Immunsysteme zerstören über Monate hinweg und so weiter, sondern das ist der Killervirus. Der Virus ist jetzt an allem schuld, ja. Also von daher noch einmal zusammengefasst, also das ist nochmal eine hundertprozentige Bestätigung der Sichtweise der Next Scientist for Future.de. Der einzige Unterschied ist, dass es in dieser Sendung vom fehlenden Part sozusagen wieder alles ohne Lösung bleibt. Oh ja, und jetzt hätte ich auch beinahe wieder die Lösung vergessen. Und die Lösung heißt hier ganz einfach, hier gehen wir auf Weltrat der Weisen, schauen wir hier hin, wo ist es? Ach, ich glaube, es ist da drüber. Ja, die zum Beispiel, also das Denkmodell Bhutans, Protonationalglück und die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, das heißt also, gesamte Wirtschaft, gesamte Big Pharma wird gezwungen zu einem Kurswechsel um 180 Grad, also einmal totaler Kurswechsel in die entgegengesetzte Richtung, nämlich wohl alles, was Wohlbefinden fördert und Gesundheitsdaten verbessert von Menschen, bringt Geld, bringt Verdienstzuschläge und alles andere nicht mehr. Na gut, dann sagt Big Pharma, machen wir ab morgen genau das Gegenteil von heute. Wir entgiften die Böden, wir entwickeln Bodenentgiftungsmedikamente, wir machen in allem heilen wir das. Und wie gesagt, liebe Leute, hier, das ist nicht nur die wissenschaftliche Tagesschau heute, die jetzt also irgendwie immer nur Tagesaktuelles bringt. Alle 430 Sendungen sind aufeinander aufbauend und sind mit 4 Homepages zusammen ein Studium des vollständigen Bildes der Welt. Christian Felber spricht ja immer auch davon, dass er das Gesamtbild, wie die Welt zu verstehen ist, studieren wollte. Und was er bekam, war ein Zweiglein, einen kleinen Wissenschaftsausschnitt, der zu Scheuklappenmentalitäten führt und damit schon alleine dadurch zu Pseudowissenschaft wird, weil der Blick zu verengt wird auf Details und man den Blick für das große Ganze verliert. Und deswegen gibt es ja die Next Scientist for Future.de, weil hier dieser gesamte Weltbildblick sozusagen da fertig ist. Also alles studieren, alles sozusagen durchgehen. Und alle 4 Homepages von Anfang an, am besten Anfang bis Ende, am besten 3-mal studieren. Und ja, also dieses Video von RT beziehungsweise der fehlende Part mit Dr. Ayadurai war dringendst eine kurze Sondersendung wert. Tschüssi, bis später.